Vielen Dank, Herr Dr. Brandt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich sagen, wir haben circa 2 Monate an diesem Thema versucht zu recherchieren, versucht daran zu arbeiten, versucht auch Referenten zu gewinnen. Das Thema Bankethik im Bankengeschäft ist im Moment nicht wirklich populär auf Bankerseite. Und insofern möchte ich Ihnen ganz besonders danken, ganz herzlich danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute unserer Diskussion beizuwohnen. Gerne. Ich denke, einen herzlichen Applaus von Dr. Brandt. Ja, meine Damen und Herren, er ist einer der Volkswirte in der Bundesrepublik. Chefvolkswirt Wolfram Müller, erster Vorsitzender vom Verband der Volkswirte und Betriebswirte in der Bundesrepublik. Herzlich willkommen, Herr Müller. Ist das Thema Ethik im Bankengeschäft oder im sonstigen Geschäftsleben nur so ein Schlagwort aus Glaubenslehren sogenannter Gutmenschen? Oder steckt volkswirtschaftlich tatsächlich mehr dahinter? Ja, also das ist natürlich einiges jetzt an Vorlagen gekommen, die ich nicht ganz vorbeiziehen lassen kann. Herr Müller, Sie werden nicht gehört. Ach so. Das ist natürlich schlecht. Hören Sie mich jetzt? So, gut. Also, Herr Kassow, Vereinigung Beratender Betriebs- und Volkswirte, bin ich Vorsitzender, Chefvolkswirt. Das sind solche Leute wie die, die bei der Deutschen Bank rumlungern, und mit denen möchte ich mich nicht gemein machen. Da unterscheide ich mich doch sehr nachhaltig von, sowohl von meinen Werthaltungen als auch von meinen Analysen. Ich muss ein paar Dinge ganz kurz richtigstellen. Hier ist das Stichwort Basel II gefallen. Basel II existiert nicht. Es existiert die dritte überarbeitete Rahmenvereinbarung. Es ist nie zu einem neuen Akkord gekommen. Vor 3 Jahren haben China, Indien und die amerikanische Inlandsbankenaufsicht gesagt, diesen Quatsch unterschreiben Sie nicht. Was wir hier haben, ist die Bolkestein-Richtlinie umgesetzt in verschiedenen Verordnungen, in vorauseilendem Gehorsam. Wir Deutschen sind im Prinzip die Einzigen, die sich an den Quatsch halten. Und im Bankgespräch ist es immer das wunderbare Schlagetod-Argument, hurra, ich kann nicht dir einen Kredit geben, es sei denn das. Ihrer Frage. Die Ethik und Moral ist ein Thema, was die Menschheitsgeschichte immer im Bann geschlagen hat. Und sie stellt sich nicht nur für das Geschäftsleben, sondern sie stellt sich ganz grundsätzlich. Kant hat mal das in den 3 Worten gefasst, die Frage, was kann ich tun, was darf ich tun, was muss ich tun? Und Kulturen lange vor unserer Zeit haben darauf Antworten gegeben. 4.500 Jahre vor unserer Zeitrechnung bis 1.500 davor gab es das altägyptische Ma'at, eine große Staatsphilosophie und Staatsreligion. Später, da war das Prinzip der Gemeinwohldienlichkeit die Grundlage, ähnlich wie das später 1.600 Jahre im Konfuzianismus war und auch wie unser Staatsrat Goethe es in seinen staatstheoretischen Schriften formuliert hat. Die Grundaussage im Prinzip, die jeder versteht, das ist die Grundregel, jeder trägt Verantwortung für das Ganze. Das heißt, wenn ich also in meinen Einzelhandlungen im Bankwesen als Unternehmer tätig bin, dann trage ich sowohl verantwortlich für den Umgang untereinander als auch für den Bestand dieser Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der wir existieren. Und wir haben im letzten Jahrtausend, insbesondere im letzten Jahrhundert, mit der freien Marktwirtschaft radikaler Art Erfahrung gemacht im großen Crash 29-30. Wir haben mit der staatsregulierten Wirtschaftsordnung im Dritten Reich Erfahrung gemacht, und die große Konsequenz daraus im Grunde genommen ist das Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft, Erhardscher Prägung, Erhard Eucken, Müller, Amack, die großen Ökonomen, denen wir den Aufschwung eigentlich im Wesentlichen verdanken, den wir hatten. Und ganz maßgeblich an der sozialen Marktwirtschaft war und ist, dass man einen der Gemeinwohldienlichkeit orientierten Ordnungsrahmen über die Wirtschaft gestülpt hat. Das, was wir eigentlich unter Ordnungspolitik diskutieren. Diese Grundregeln haben lange Bestand gehabt, 40 Jahre lang waren sie erfolgreich. Und dann auf einmal waren sie nicht mehr erfolgreich, wurden über Bord geschmissen. Und sie sind über Bord geschmissen worden vor dem Hintergrund einer Glaubenslehre, die in den 70er Jahren in den USA geboren worden ist, nämlich der marktradikalen, unregulierten Verkehrsform an den Märkten. Vielleicht erstmal einen Strich, sage ich vielleicht nachher noch was dazu.
wenn ich da einhaken darf. Shareholder Value haben wir vorhin schon in Ansätzen gehört. Es herrscht die umfassendste Finanzmarktkrise und Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren. Was sind die Hintergründe Ihrer Meinung nach und haben was und wo sind die Bezugspunkte zum Thema Ethik? Tja, die Ideen der Chicagoer Schule, also das, was man heute Neoliberalismus nennt, sind zunächst erstmal so rangegangen und gesagt, der Markt regelt alles. Jeder staatliche Eingriff ist des Teufels, damit also auch diese Idee der Gemeinwohlverpflichtung, jeder trägt Verantwortung für das Ganze, kommt in den Ideen dieser Leute nicht mehr vor. Das ist über Bord geworfen worden. Insbesondere ist es über Bord geworfen zunächst in der Finanzwirtschaft. Man hatte bis Ende der 90er Jahre noch als Konsequenz aus den Anhörungen im Senatsausschuss zu der Pleite der Wall Street in den 30er Jahren die Konsequenz einer relativen Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken. Nie ganz durchgehalten, aber doch in gewisser Weise diese spekulativen, hochspekulativen Geschäftsfelder zu trennen von der Finanzierung der Realwirtschaft. Über Bord geworfen, Ende der 90er Jahre endgültig. Die Realwirtschaft ist verkommen in dieser Sichtweise zu einem Zwischenwirt. Es ging nicht mehr darum, die Realwirtschaft zu finanzieren, der Realwirtschaft zum Erfolg zu verhelfen, Unternehmertum zu kreieren, das heißt mit eigenem Geld auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko am Markt im Wettbewerb ein Unternehmen über Generationen zu führen. Es galt nur noch das Prinzip der Shareholder Value, Quartalszahlen, Marktkapitalisierung des Eigenkapitals möglichst hoch und deswegen auch hoch, weil darin die Bezüge der Akteure standen und die Akteure waren Angestellte und sind Angestellte, die auf der Basis von Dienstverträgen mit fremdem Geld auf fremdes Risiko ohne eigenes Risiko im Fall des Versagens, sondern sogar noch mit dem Negativanreiz im Fall des Versagens im großen Stil auch noch Abfindungen bekommen zu können. Jeder Unternehmer, der mal gescheitert ist, wir hatten dieses furchtbare Beispiel dieses Immobilienmaklers, der wird nie wieder auf die Füße kommen, jedenfalls in Deutschland nicht. Da gibt es keine zweite Chance. Diese Leute können riesige Unternehmen an die Wand fahren und denen geht es hinterher besser als vorher. Das ist die Pervertierung von Unternehmertum, die Pervertierung marktwirtschaftlicher Ordnung, westlicher Prägung und alle, die mal, das sage ich mit vollem Ernst, versucht haben, von innen heraus diese Ordnung auf die eine oder andere Weise zu beseitigen, sind blutige Laien gegen die, die das jetzt von innen heraus schaffen. Die Banker. Banker und Manager, viele von Ihnen stehen heute am Pranger. Wir haben es gerade wieder gehört. Von der Politik werden Lösungen erhofft. Gerade Politiker fordern allenthalben auch Ethik im Bankgeschäft ein. Mit der Ethik ist das immer so eine Sache, mit der Moral ganz genauso. Jeder fordert Ethik und moralisches Verhalten. Niemand möchte einen Moralapostel neben sich sitzen haben. Nicht? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das klingt so ein bisschen wie die Parole, haltet den Dieb. Wie sehen Sie das? Naja. man könnte ja manchmal auf die Idee kommen. Das Sprichwort ist ja vielleicht allgemein bekannt. Diejenigen, die am Diebstahl beteiligt gewesen sind, die rufen am lautesten danach, dass der andere, der schon flüchten konnte, doch bitteschön möglichst geschnappt werden sollte. Wir sind in einer Situation, dass wir es mit Schäden zu tun haben, die sich keiner mehr vorstellen kann. Wir haben Tausende von Milliarden an Abschreibungen und Verlusten. Nach den Zahlen, die ich jetzt kenne, sind es ungefähr 56 Billionen oder 56.000 Milliarden, eine Zahl, die ich mir nicht mehr vorstellen kann, die an Leistungen erbracht worden sind, um die Implosion, das Zusammenbrechen marktwirtschaftlicher Ordnung, westlicher Prägung aufzuhalten. Dieses eine Mal ist es noch gelungen und es ist ein Glücksfall der Geschichte, dass es in den Vereinigten Staaten einen Präsident gibt, der die Dramatik begriffen hat. Und ob man das jetzt als Moralaposteltum bezeichnen will oder nicht, ist mir offen gesagt relativ unwichtig. Die Frage, die steht, ist, sind wir der Auffassung, dass das marktwirtschaftliche System westlicher Prägung eingebunden in einen ethisch-moralischen Ordnungsrahmen, der da lautet, jeder trägt Verantwortung für das Ganze und das Ganze trägt Verantwortung für den Einzelnen. Eine Wirtschaftsordnung mit allen Mängeln, die Zukunft haben soll oder nicht. Und wenn das so ist,
dann müssen wir uns in der Tat darauf verständigen, dass dieser Ordnungsrahmen durchzusetzen ist.